Norbert Rost ist mein Name. Ich habe in Dresden Wirtschaftsinformatik studiert, komme ursprünglich aus der Lausitz. Das Studium hat mich dann nach Dresden verschlagen. Ich kenne das Geldthema in der Zwischenzeit seit über 10 Jahren. Habe 2003 meine Diplomarbeit zu dem Thema Geld geschrieben. Und damals war schon die Frage so ein bisschen, wie kann man eigentlich die Thesen, die in verschiedenen Theorien drin liegen, denn eigentlich so experimentell untermauern? Weil machen wir uns nicht vor, die Auswirkungen, die zum Beispiel diese freiwirtschaftliche Theorie dieser Umlaufsicherungsgebühr zurechnet, nämlich dass sie die Zinssätze senkt, das ist bis jetzt ja nichts anderes als eine theoretische Idee. Wir wissen überhaupt nicht, ob das in der Praxis zum Schluss tatsächlich der Fall ist. Das war damals schon so ein bisschen der Gedanke, der mich durch die Diplomarbeit geleitet hat. Damals kam ja der Chiemgauer auf, 2003, der ja versucht, anhand eines praktischen Beispiels zu schauen, wie kann das denn aussehen, neues Geld zu machen, anderes Geld zu machen und welche Wirkungen erzielt es da. Ein paar Zahlen und Daten hat der Christian Gellery ja gestern an die Wand geworfen gehabt. Also ein paar Dinge sind bereits sichtbar, aber was zum Beispiel überhaupt nicht sichtbar ist, ist die Frage, ob der Zinssatz durch eine Umlaufsicherungsgebühr tatsächlich gegen Null geht. Das sind alles theoretische Ansatzpunkte bis hierhin, die durch nichts wirklich experimentell belegt sind. Und jetzt ist es so, dass wir mit dem Chiemgauer und den anderen Regelgeldinitiativen auf dem Weg sind, da Experimente zu machen. Allerdings 10 Jahre feiert der Chiemgauer nächstes Jahr. Da wird es dann auch eine größere Zusammenkunft im Chiemgau geben. Also wer Lust hat, kann das sich dort auch nochmal vor Ort anschauen. Und natürlich sind bestimmte Informationen da, aber zum Beispiel, dass sich ein Kreditmarkt rausbildet, sowas ist ja bis jetzt einfach noch nicht Stand der Dinge, weil dazu sind die Netze einfach noch viel zu klein. Das ist eine Frage sozusagen, die mich mit diesem Thema oder die mich an diesem Thema immer weiter vorantreibt. Die andere Frage ist die, wie kriegt man eigentlich Themen oder auch Umsetzungen von dem, was manchen Leuten im Kopf rumschwirrt, an diejenigen, die sich eigentlich darum kümmern sollten. Ich weiß nicht, wie viele Leute heute hier sind, die im Bereich der Wirtschaftsförderung im weitesten Sinne arbeiten. Mal die Hand hoch, bitte. Einer, ja, ich weiß auch wieso, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, gehört das Thema Geld im Rahmen der Wirtschaftsförderung hin? Die eine Frage ist ja, wo gehört Geld sonst hin, wenn nicht zu Wirtschaftlern im weitesten Sinne? Werdet sicherlich noch ein paar Vorträge hören, die das große Ganze betrachten bei dem Geldthema. Der Tom Aslan versprüht in dem Zusammenhang ja auch immer eine Menge Pathos, wie ich ihm auch schon zu verstehen gegeben habe, sozusagen. Da wird immer das große Ganze beleuchtet. Aber das Problem ist ja, und das stellt man ja auch hier fest, wenn man in die Geschäfte reingeht und sagt, kann ich ja auch mit Lutzetalern zahlen, liegen ja die Probleme erstmal auf einer ganz anderen Ebene. Da schickt uns die Frau dann weg im ersten Moment und sagt, kenne ich nie. Nehme ich nie, was der Bauer nie kennt, frisst er nie sozusagen. Bei den Regiogeldern ist es ja teilweise ganz ähnlich. Wir haben eine Idee, mit der wir wissen, wie wir grundsätzlich regionale Wirtschaftskreisläufe befördern können, aber wie kriegen wir diese Idee an die Leute ran, sodass es funktioniert? Dabei will ich heute gar nicht mal groß über die Themen sprechen, die ich sonst so abreiße, nämlich die Frage, wie strukturschwache Regionen, mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, wie die in Teufelskreise reinkommen und wie Geld dort ein Instrument sein kann, um da auch wieder rauszukommen. Das soll heute gar nicht mein Thema sein. Ich will auch nicht die Grundsatzfragen klären. Was soll das mit dem Regiogeld? Kaufkraft binden, Erlöse in die Region zurückfließen lassen, lokale Auftragsvergabe, Jobs und so weiter. Auch das will ich heute nicht erörtern. Ich möchte mich eigentlich gar nicht so sehr um die theoretische Ebene kümmern. Ich will auch nichts zu diesem Bild sagen. Ich will es nur kurz an die Wand werfen, was mir so vorschwebt, wenn wir über regionales Geld reden, nämlich dass wir also mehrere Gelder benutzen für unterschiedliche Zielstellungen und man sich das als so eine Art mehrschichtiges System vorstellen kann. Auch das will ich gar nicht vertiefen. Ich möchte heute auch nicht über den Kollaps des Geldsystems sprechen. Ein Screenshot vom Handelsblatt von Ende Januar. Deutsche Bank, Volksbund warnt vor Kollaps des Geldsystems. Ich persönlich habe übrigens nicht besonders viel Hoffnung, dass das Thema Umlaufsicherungsgebühr, was ja das Schwerpunktthema bei der freiwirtschaftlichen Geldtheorie ist, über die Politik tatsächlich zur Umsetzung kommt. Das passiert jetzt zwar mit der Attac-Idee der Transaktionssteuer, das ist jetzt gerade in der großen Politik angekommen, wird dann auch ein bisschen hin und her geschoben, mal gucken, was zum Schluss davon übrig bleibt, aber dass eine Umlaufsicherungsgebühr über die große Politik erfolgt, da habe ich große Zweifel. Und dann, wenn diese Aussage steht, es geht nicht über die große Politik, ist ja die Frage, ja, wie geht es denn dann? Und Frank Jansky hat es ja gestern auch schön dargestellt. Ich habe ihn ja gefragt, warum er das überhaupt noch macht. Ich weiß nicht, wer da war. Warum er das überhaupt noch macht.
sich mit Regiogeld auseinandersetzen, weil ja diverse Probleme da sind, die wir im Laufe der Zeit ja erfahren haben. Und natürlich ist es so, dass Regiogeld halt eine Möglichkeit ist, bestimmte geldtheoretische Ideen überhaupt umzusetzen. Und das ist halt genauso der Grund, wieso ich in Dresden mit einer Regiogeld-Initiative auch weiterhin dran bin. Das sage ich auch deswegen, weil wir haben den Verein in Dresden 2006 gegründet. Wir haben es jetzt 2012 und ich glaube, wir haben uns zwischendurch den Ruf in der Regiogeld-Szenerie erarbeitet, die wohl am längsten startende Initiative zu sein oder zumindest damit dazuzugehören. Was aber auch seine guten Gründe hat, denn wir haben ja festgestellt gehabt, auch in der Beobachtung, erstens von dem, wie läuft das bei unserer Initiative denn als solches, als auch in der Beobachtung mit von vielen anderen Regiogeld-Initiativen, dass das nun mal keine triviale Geschichte ist. Die meisten Regiogeld-Initiativen hantieren ja mit weniger Personal als jede Bäckerei und wollen im Grunde ja eine Zentralbank aufbauen. Das muss man ja mal so ins Verhältnis setzen. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie schafft man denn den Anspruch, den man an so ein Regiogeld hat, wie schafft man das denn eigentlich umzusetzen, ohne dass man sich eben auspowert? Frank Jansky hat gestern das Thema Burnout und sowas mit in die Runde geworfen. Das ist tatsächlich eine Fragestellung. Zumal, wenn man sich überlegt, dass halt es häufig so ist, dass in einzelnen Initiativen einzelne Köpfe diejenigen sind, die das System tragen. Und was passiert denn, wenn die sich umorientieren? Sowas passiert ja schnell mal. Job verloren, in eine andere Stadt ziehen. Wer macht dann eine Regiogeld-Initiative? Freundin gefunden, Kind gekriegt, wir machen dann die Regiogeld-Initiative. Also solche Fragen müssen eigentlich geklärt werden, bevor man mit sowas anfängt. Das war auch so die Ausgangsfrage, mit der wir uns eine ganze Zeit rumgeschoben haben. Wir haben uns natürlich auch mit der Frage rumgeschoben, ja, wie gestalten wir das denn jetzt konzeptionell? Da haben wir einige Ideen gehabt sozusagen. Die Theorietruppe war stärker als alles andere. Also wir haben natürlich mit genau den Problemen zu kämpfen wie alle anderen auch. Kein Budget, kein Personal, haben trotzdem den Anspruch, das professionell zu machen, wollen es langfristig tragfähig haben und wollen es auch in gewisser Hinsicht wirtschaftlich selbsttragend haben. Da könnte man das Wort nachhaltig da hinten dran schreiben. Die meisten Leute verstehen unter Nachhaltigkeit ja immer irgendwas, was mit Umweltfragen zu tun hat. Es macht aus meiner Sicht durchaus Sinn, das auch mal auf die eigenen Projekte zu übertragen. Wie nachhaltig ist denn ein Projekt? Wie nachhaltig kann es sich denn entwickeln, wenn es nicht so ökonomisch unterfüttert ist, dass es beim Weglaufen einer tragenden Person plötzlich zusammenfällt? Hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und das war der Grund, wieso wir vor 2-3 Jahren angefangen haben, Software zu entwickeln. Bei mir hat das jetzt den Hintergrund, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert, ich komme also einerseits aus der wirtschaftlichen Richtung, andererseits aus der informationsverarbeitenden Richtung und habe diese Idee, wir sollten mal ein paar Scheine rausgeben, da stand ich schon immer ein bisschen distanziert gegenüber. Nicht, dass ich das nicht auch will, irgendwann Regiogeld-Scheine zu haben, aber ich weiß natürlich, welcher Aufwand dahinter steckt. Scheine müssen physisch von A nach B transportiert werden. Und das mag sich bei einem Auftrag von 200 oder von 2000 Elbtalern vielleicht lohnen, aber lohnt sich das bei einem Brötchen für 40 Cent von A nach B zu gehen, um irgendwas zu transportieren, ist die Frage, lohnt sich das? Oder ab wann lohnt sich das? Und wir haben ja heutzutage grundsätzlich elektronische Technik. Die Frage ist, wie setzt man die sinnvoll ein? Das war die eine Frage. Und die Antworten eben waren dann eben mehr digitales als papiernes Geld. Zweitens war für uns immer die Frage, wie kann man da möglichst selbstorganisierend machen? In dem Sinne, dass also möglichst wenig Arbeit bei uns als Zentrale dranhängt. Und was gibt es denn eigentlich für Geschäftsmodelle? Und ich benutze bewusst das Wort Geschäftsmodell, was man da hinterhängen kann. Auch wenn das vielleicht in der Szenerie nicht so gern gehört ist, weiß ich nicht so genau, weil das klingt ja so neoliberal, könnte man da so als Marke dranhängen. Aber schon in dem Sinne, dass man das durchaus als Unternehmung sehen kann. Und kamen wir eben zu dem Schluss, wir könnten doch mal über ein Online-Portal als Herzstück nachdenken. Und das ist natürlich die Frage, wenn man ein Online-Portal machen will, wobei soll denn das eigentlich behilflich sein? Also zum Selbstzweck können wir natürlich auch programmieren, machen wir aber ungern. Und dann stellt man beim Regiogeld immer fest, dass man eigentlich zwei Fragen relativ schnell beantworten muss. Erstens, wie komme ich denn eigentlich an mein Regiogeld? Und zweitens, wo kann ich es wieder ausgeben? Das ist eigentlich die Frage, die jeder immer stellt. Ich habe hier Regiogeld, ja, was mache ich jetzt damit? Und da haben wir also überlegt, zwei Dinge zusammenzuwerfen, die bisher noch nicht zusammengeworfen wurden, nämlich einmal ein Kontensystem und einmal einen Atlas. Ich zeige das Ganze dann gleich und wir können gerne sozusagen miteinander in Diskussion kommen. Ich will nicht erst einen Vortrag abreißen. Ich habe versucht, eine Dramaturgie herzustellen, wie ich das üblicherweise mache. Das ist ein bisschen schwierig bei dem Thema, habe ich festgestellt. Also wir können dann gerne in Fragen schon gehen an der Stelle.
Jetzt wird der ein oder andere, der ein bisschen die Szenerie beobachtet, sagen, ja, das ist aber Unsinn, sowas gibt es doch schon. Und in gewissem Maße stimmt das auch. Der Screenshot hier, das ist aus Cyclops, das ist eine Open-Source-Plattform, Java-basiert, entstanden bei der Stroheim Foundation in Holland, schwerpunktmäßig. Ist ein Kontensystem, sehr flexibel, sehr mächtig, kann man Konten in unmöglichen Formen und Farben einrichten und die miteinander verknüpfen, Bedingungen einbauen, Gebühren einbauen und so weiter. Das, was ihr hier seht, ist ein Screenshot des Midernand-Tauschrings vom Sterntaler, wo ich Mitglied bin. Da sind meine Transaktionen, die da gelaufen sind. Wer sich das genauer anschauen will, ne, www.cyclos.org und zart.org, diese Clearing-Plattform, die verschiedene solcher Systeme untereinander kompatibel macht. Das ist zart. Also es gibt schon Kontensysteme. Und trotzdem haben wir angefangen, nochmal neu zu entwickeln. Warum? Erstens, Cyclos fühlt sich für mich immer an wie das Gefühl, in einem 70er-Jahre-Büro-Verwaltungsgebäude unterwegs zu sein. Man kann dort Überweisungen tätigen, das stimmt, das ist quasi ein Buchhaltungsprogramm. Ich bin nun alles andere als der Buchhalter, deswegen schreckt mich sowas immer total ab. Und da wir einen guten Grafiker dabei haben, der auch genau wie ich Computerspiele mag, kommen wir so ein bisschen aus der Ecke, wie könnte man denn das spielerisch machen? Und in der Tat habe ich vor ein paar Tagen, weil wir haben das System ja jetzt beim Elbtaler im Einsatz, zwar langsam, aber wir haben es im Einsatz, haben wir das Feedback bekommen, ja, was ihr jetzt hier gemacht habt, ist eigentlich Folgendes. Ihr habt eine Spielfläche aufgemacht, habt uns Spielfiguren gegeben, sozusagen. Er als Unternehmer hatte mir das so gesagt und hat im Grunde jetzt gesagt, und jetzt spielt mal. So war die Idee. Und das ist natürlich für mich was, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist Feedback, das nehme ich gerne entgegen, weil das auf eine ganz andere Ebene da an der Stelle kommt. Es geht dann nicht mehr so sehr darum, ich muss jetzt hier irgendwas buchen, ne? So sieht das aus, Datum, Benutzername, Beschreibung, Betrag, sowas macht unser System zwar auch, aber es hat eben sowas Buchhalterisches, sondern wir haben eben versucht, eben diesen spielerischen Aspekt da so ein bisschen mit reinzubringen. Also, das, was da ist sozusagen, genügte meinen Ansprüchen einerseits nicht. Das andere ist das, wir reden immer über Geld und stellen das ganz nach vorne hin, aber wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wir essen ja kein Geld. Geld ist ja eigentlich nur das Hilfsmittel zu den wirtschaftlichen Aktivitäten. Daraus kam für mich die Idee, oder nicht nur für mich, sondern für die Gruppe, die bei uns mitentwickelt an dem Ganzen, was wäre denn eigentlich, wenn wir das Thema Geld mal in die zweite Reihe stellen und in die erste Reihe was anderes stellen? Und das hat nämlich gewisse Vorteile, die ich nachher noch erzählen will. Die Zielgruppe, die ich mit diesem System anstrebe, gehören auch Regelgeldinitiativen, aber ich habe sie unten hingeschrieben. Einfach aus folgendem Grund: Regelgeldinitiativen haben alle kein Geld. Die machen zwar welche sozusagen, aber mit dem kann ich meinen Programmierer nicht bezahlen. Da, wo ich mit dem System zum Schluss hin will, ist bei den Zielgruppen oben drüber. Und das hoffe ich, dass das durchaus möglich ist, weil die oben genannten Leute wie Kommunen, Wirtschaftsförderer, Regionalmanagements oder auch Gewerbevereine und Netzwerkmanager, die haben solche Art Tools meines Wissens bis jetzt nicht. Die machen zwar Wirtschaftsförderung im weitesten Sinne, aber zum Beispiel überwiegend über Förderprogramme. Ob das dann regional wirtschaftlich relevant ist, ist eine andere Frage. Das klassische Beispiel ist immer die GA-Förderung. In Sachsen gab es da mal eine Anfrage im Landtag auch zu dem Thema. GA-Förderung steht für Gemeinschaftsaufgabe, das sind Fördermittel. Die werden Unternehmen nur dann gezahlt, wenn die dadurch hergestellten Produkte mindestens 50 Kilometer weggebracht werden. Das ist konsequente Umsetzung der exportorientierten Wirtschaftspolitik. Und logischerweise, wenn man sagt, wir machen Wirtschaftspolitik, die zum Export führt, ist es logische Konsequenz, dass man ein Förderprogramm auflegt, was fördert, dass man die Produkte mindestens 50 Kilometer wegbringen muss. Insofern denkstrukturmäßig konsistent, aber es ist natürlich nicht unbedingt was, was jetzt gerade dazu angelegt ist, regionale Wirtschaftskreisläufe zu befördern. Das heißt, dafür möchte ich das Werkzeug einsatzfähig machen. Und positioniert, also im Sinne von, wie möchte ich das denn jetzt gerne verstanden wissen, was da ist, da werdet ihr feststellen, wenn ihr euch die Liste durchlest, das hat jetzt mit Freiwirtschaft oder sowas nicht wirklich was zu tun. Und das ist ehrlich gesagt auch nicht mein Anspruch. Weil es ist ganz normal, dass in diesem System, was ich jetzt anbiete, eine Funktionalität drin ist, wo man eine Gebühr auf die vorhandenen Guthaben erheben kann. Aber man muss das nicht tun. Aber wenn man der Meinung ist, als Einsetzender dieser Software, das ist eine relevante Idee oder das hat die und die Wirkung, dann finde ich das ganz passend und dann können wir immer noch gucken, ob es denn die Wirkung erzielt. Wie ich am Anfang ja schon sagte, wir haben keine experimentellen Belege für das, was in der Theorie da vorhanden ist.
Ja, also was man sagen kann, ist, es ist relativ leicht bedienbar. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, weil es einfach Unternehmen schon genutzt haben, ohne dass wir dahinter gestanden haben und ihnen gesagt haben, was sie machen müssen. Aber was primär im ersten Moment erstmal der Punkt ist, ist, dass wir eine Präsentation von regionalen Unternehmen ermöglichen. Und so, ich zeige es jetzt mal als Screenshot und gehe dann gleich mal auf die Plattform als solches drauf. So sieht das Ganze halt zum Schluss jetzt bei uns auf der Webseite dann eben aus. Ist halt, wir nennen das halt Regionalatlas, in dem Fall für die Region Dresden. Wie man hier sehen kann, ist eine Landkarte, die basiert auf Daten von OpenStreetMap. Das ist ein freier Kartendienst, wo man also die Kartendaten frei benutzen kann. Wir können auch andere Kartendienste einbinden, wir können auch Google Maps einbinden, aber wir nutzen OpenStreetMap. Es gibt hier die Möglichkeit, da steht mein Account, sich einzuloggen. Die Icons, die jetzt hier zu sehen sind, das sind alles Unternehmen, die sich quasi selbstständig eingetragen haben. Also nicht wir haben die eingetragen, sondern die haben sich selber eingetragen. Dazu gibt es da diesen Button, jetzt als Unternehmen kostenlos eintragen. Das sieht man von da aus schlecht. Es gibt einzelne Unternehmen jetzt hier auf dieser Plattform, die haben einen Stern an ihrem Icon. Das sind die Unternehmen, die ein Konto haben. Es gibt aber auch Unternehmen, wie man sieht, die keinen Stern haben. Das heißt, das sind auch Unternehmen, die kein Konto haben. Es ist also durchaus möglich, auf dieser Plattform Unternehmen einzutragen, ohne ein Konto zu haben. Und wenn man auf eines dieser Icons draufklickt, dann bekommt man also so ein kleines Fenster. Da steht eben drin, was ist das für ein Unternehmen, was macht das Unternehmen. Und wenn man hier die Seite weiterblättert, kann man nicht bei allen, aber bei einigen durchaus sehen, wie man das Unternehmen kontaktieren kann. So, jetzt habe ich hier meine Technik folgendermaßen aufgebaut. Ich hänge also über mein Mobiltelefon am Netz. Die Plattform, die jetzt hier zu sehen ist, die läuft auf unserem Server. Wer das ausprobieren will, test.regionalatlas.net. Da könnt ihr gerne spielen. Und der Anfang zum Spielen ist einfach auf der Plattform, ich muss jetzt hier scrollen, die Auflösung des Beamers reicht nicht aus, um die Sachen vollständig darzustellen. Deswegen gehe ich hier manchmal nach links und nach rechts. Also wer das ausprobieren will, jetzt ein Unternehmen kostenlos eintragen, das mache ich jetzt auch gleich mal noch. Könnt ihr zu Hause einfach mal nachprobieren, gerne mit Fantasieunternehmen, das ist kein Problem. Wenn das dann richtig mal richtig in Betrieb ist, wird das dann erst vorher... Diese Plattform, das ist unser Sandkasten, auf dem spielen wir. Da darf jeder eben testen, wie es ihm beliebt. Die haben wir jetzt im Vorfeld des Kongresses fertig aufgesetzt, damit ich was zum Präsentieren habe und nicht auf unserer echten Plattform rumspiele und Überweisungen mache. Die URL des Systems ist also test.regionalatlas, das ist sozusagen jetzt diese Testplattform. Wer auf www.elbtaler.net geht, findet dort die Plattform, die wir beim Elbtaler im Einsatz haben. Die läuft also schon echt. Das ist dieselbe Software natürlich, aber es ist eine andere Instanz der Software. Das heißt, Änderungen, die ich jetzt hier auf dieser Testplattform vornehme, beziehen sich nicht auf den Elbtaler. Beim Lausitzer haben wir das System auch im Einsatz, lausitzer.biz. Also die Sachen sehen sich dann natürlich schon relativ ähnlich, was ja aber auch kein Problem darstellt an der Stelle. Nur, dass eben das eine sich auf die Lausitz bezieht und das andere sich auf den Elbtaler bezieht. Und die Testplattform, die haben wir jetzt so eingestellt, das können wir nämlich machen an der Stelle. Also im Grunde ist es zu bedienen wie Google Maps. Wer im Netz unterwegs ist und Kartenfunktionen nutzt, stolpert er öfter über Google Maps. Die Bedienung ist eigentlich ganz ähnlich. Man kann also reinzoomen und scrollen und mit einem Doppelklick irgendwo ranzoomen. Die Kartendaten sind, wie gesagt, nicht von Google, sondern von OpenStreetMap. Also das, was ich jetzt hier habe an der Stelle, ist die Umgebung von Dresden. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass auf dieser Testumgebung die Unternehmen, die jetzt hier zu sehen sind, wir eine Kopie der Unternehmensdaten angelegt haben, die beim Elbtaler jetzt sozusagen sich auf der Plattform schon eingetragen haben. Um Beispiel zu zeigen, in Meißen, ein Geschenkeladen, hat sich eingetragen, sitzt auf der Burgstraße 29. Oder wir haben zum Beispiel unseren Taxibetrieb Pit Roch. In Dresden. Oder ein langjähriges Mitglied der Thomas Ficke mit seiner Holzwerkstatt. Ja. Und die Frage Telefonnummern, Kontaktdaten, das ist natürlich keine unwesentliche Frage an der Stelle. Ich sage im ersten Schritt noch nichts zum Kontensystem, obwohl das Thema dieses Kongresses Geldkongress ist. Ich zeige erstmal sozusagen, wie dieser Prozess abläuft jetzt an der Stelle und trage mal ein Unternehmen ein. Gehe auf jetzt ein Unternehmen eintragen. Und kann jetzt an der Stelle wählen, möchte ich mein eigenes Unternehmen eintragen oder möchte ich ein fremdes Unternehmen eintragen. Die Möglichkeit, ein fremdes Unternehmen einzutragen, haben wir deswegen gewählt, weil wir gerne wollen, dass wir tatsächlich eine Art Karte, Unternehmenskarte der Region erstellen. Und das muss nicht zwingend ich machen, dass ich rumlaufe und gucke, wo sitzen Unternehmen, sondern das kann im Grunde jeder machen. Das heißt, er guckt, wo ist mein Lieblingscafé und ich trage das schon mal ein.
Diese fremden Unternehmen werden dann anders dargestellt, die werden grau dargestellt, die werden also nicht besonders in den Vordergrund geschoben, sondern stehen eher weiter im Hintergrund, aber wir kartieren sozusagen auf diesem Weg unsere Region. Ich tue jetzt mal so, als wäre mein eigenes Unternehmen in Köthen die Stadt Scheune. Die sitzt auf dem Holzmarkt 9, habe ich extra rausgesucht, gebe also die Adressen an. Ich zeige nochmal kurz, ich habe die Postleitzahl nicht vollständig eingegeben, um zu zeigen, das System ist clever genug, das greift also auf eine Adressdatenbank zurück, wo solche Adressen abgelegt sind, sucht nach den naheliegendsten Daten und füllt die dann aus, sofern das möglich ist. Bietet mir unter Umständen noch mehrere Adressen an, falls ich was Mehrdeutiges angegeben habe. Also in diesem Fall hat er halt die Postleitzahl vervollständigt. Wähle das Ganze aus und kann jetzt hier an der Stelle mein Icon auch noch genau positionieren. Das ist jetzt also Köthen. Wir sind hier oben, hier im Schloss sind wir gerade, da. Der Ratssaal müsste hier sein. Ratskeller, genau. Und ja, hat er doch gut positioniert. Hier am Holzmarkt. Da ist er. Das hier, die Nummer 9. Das hier an der Ecke, das ist die Stadtscheune. Die nimmt ja auch Lutzetaler, ne? Also wer noch nichts gegessen hat, möge dann dahin gehen. Also ich kann jetzt hier dieses Icon, wenn das nie ganz stimmt sozusagen, kann ich das eben noch rumziehen und kann dann als Unternehmer eben sagen, gut, ich übernehme diese Position. Und jetzt werde ich aufgefordert, die Unternehmensdaten einzugeben. Stadtscheune Köthen, Branche, Gastronomie. Bitte wählen Sie ein Icon. Einkaufen ist es nicht, Gesundheit ist es auch nicht, Gewerbe ist es zwar, aber nicht in diesem Sinne, Freizeit, Bewirtung natürlich, nehmen wir mal dieses Restaurantsymbol. Und ich kann, wenn ich das möchte, weitere Icons hinzufügen. Also in diesem Fall könnte man vielleicht sagen, na, ich fühle mich hier bei Lebensmitteln noch ganz wohl als Wirt. Und was gibt's da? Da gibt es Frühstück, das gab es heute. Schnitzel gab es am Samstag. Genau. So, damit Ihr Eintrag abgeschlossen werden kann, müssen Sie sich nur noch registrieren. Haben Sie bereits einen Account, so loggen Sie sich ein. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich neu, registriere mich. Mein Passwort an dieser Stelle. Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abschließen. Es wurde eine Schädigungs-E-Mail an Ihre Adresse gesendet. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihre Registration zu bestätigen. Bis dahin bleibt Ihr Eintrag für andere unsichtbar. Warum ich darauf jetzt so viel Wert gelegt habe, obwohl es nichts mit dem Thema Geld zu tun hat, hat einfach folgenden Hintergrund. Wir können auf diesem Weg die Plattform erstmal öffnen für Unternehmen, die sagen, ich habe mit dem Thema Regiogeld durchaus meine Berührungsängste, aber ich habe nichts dagegen, mich auf einer Plattform zu präsentieren, die regionale Unternehmen präsentiert. Das heißt, wir haben in diesem Sinne auch eine ganz andere Möglichkeit, die Unternehmen anzusprechen. Wir müssen nicht hingehen und sagen, wir wollen gerne, dass Sie am Regiogeld teilnehmen. Das können wir natürlich machen, aber es ist natürlich eine höhere Hürde. Sondern wir können auch sagen, wenn Ihnen das Thema nicht behagt, tragen Sie sich doch einfach erstmal auf der Plattform ein. Das kostet Sie nichts. Sie präsentieren sich nach außen. Und wenn Sie dann im halben Jahr das Gefühl haben, es könnte was für Sie sein, haben wir zumindest schon mal Ihre Daten und wissen, wie wir Sie erreichen. Unsere Hoffnung ist dadurch erstmal die, dass ich sozusagen die Hemmschwelle bezogen auf die Unternehmer noch mal ein gutes Stück runtergelegt habe. Nämlich, ich kann denen sagen, oder sie kommen von alleine dorthin, tragt euch einfach auf einem regionalen Branchenbuch ein. Ich muss denen von Regiogeld im ersten Schritt noch nichts erzählen. Aber natürlich ist es so, sobald sie sich eingetragen haben, dass ich also weiß, aha, jemand war schon mal auf meiner Plattform. Ich kann also dann, wenn ich ihn das nächste Mal anrufe, sagen, sie sind bei uns im Atlas eingetragen. Heute möchte ich gerne mit Ihnen über die nächste Nutzungsmöglichkeit des Atlas reden, nämlich über das Kontensystem. Haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, am Regiogeld teilzunehmen? Und dann sagt er mir vielleicht, habe ich noch nie gehört. Aber immerhin, dadurch, dass ich sozusagen ihn auf der Plattform habe, ist das ja quasi schon wie, ich habe den ersten Schritt auf euch schon zugemacht, ohne dass ich genau weiß, wer ihr eigentlich seid und was ihr noch so mit mir so vorhabt. Aber in diesem Sinne sozusagen ist es eine Annäherung, die uns auch mit großer Wahrscheinlichkeit die Arbeit erleichtert. Und wir haben es also auch schon gemerkt, dass Leute sozusagen sich in diese Plattform eingetragen haben, mit denen wir bis dahin wirklich noch keinen Kontakt hatten. Die sind über die Plattform gestolpert und haben ihr Unternehmen eingetragen. Interessanterweise war es bei dem dann tatsächlich so, der hat dann auch gleich einen Kontoantrag gestellt, das zeige ich dann auch gleich noch, wie es geht. Das heißt, in diesem Sinne ging unsere Strategie erstmal schon mal auf. Die Software, die ich darstelle sozusagen, ist für grundsätzlich unterschiedliche Anwendungszwecke
und unterschiedliche Herangehensweise denkbar. Beim Elbtaler machen wir das so, wir arbeiten jetzt erstmal nur mit den Online-Konten. Das hat einfach den Vorteil, wir müssen jetzt nicht Scheine drucken. Wir müssen dann nicht uns Gedanken machen, wer macht jetzt Ausgabestelle für die Scheine. Das können wir alles dann machen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind soweit. Zurzeit ist vorgesehen, dass jedes Unternehmen, was am System teilnehmen will, ein Konto braucht auf dieser Plattform. Das ist ja sowieso üblicherweise notwendig, egal welche Regio-Entgeltinitiative es gibt, die müssen ja irgendwo verzeichnet sein, die Unternehmen. Und ob ich die jetzt verzeichne, indem ich sie in meine Excel-Datei eintrage, oder ob die Unternehmen sich selbst verzeichnen, weil sie sich auf der Plattform eintragen und dann ein Konto beantragen und kriegen, kommt, was das Verzeichnen betrifft, ja zum Schluss aufs Gleiche raus. Das heißt, meine Herangehensweise ist zurzeit die, dass ich sage, jedes Unternehmen, was teilnehmen will, muss sich auf dem Atlas eintragen und muss dort ein Konto beantragen. Und dann haben wir die Grundlage dafür geschaffen, miteinander Verrechnungen zu machen. Wie ich dann von dem Konto ins Papiergeld komme, kann ich nachher auch nochmal darstellen. So, jetzt werfe ich mal ganz kurz einen Blick in mein Postfach, ob die E-Mail angekommen ist. Da. Und Sie haben sich registriert, um Ihren Account zu aktivieren. Klicken Sie bitte auf folgenden Link. Na gern. Da sind wir. Vielen Dank für Ihren Eintrag. Ihr Eintrag ist nun auf der Karte für alle Besucher zu sehen. Unter Ihrem Profil können Sie zudem weitere Angaben zu Ihrem Standort tätigen, um sich mit Ihrem Gewerbe im Regionalatlas besser zu präsentieren. Das kann ich hier machen. Weitere Angaben zu diesem Standort machen. Und kriege jetzt sowas angeboten wie Adresse und Position, Gewerbeangaben und kriege aber auch Kontaktdaten angeboten. Und hier steht gleichzeitig, geben Sie hier die Kontaktdaten zu diesem Standort an, aber Abonnement erforderlich. Wie ich am Anfang schon sagte, für uns ist die Frage, wie kriegen wir das hin, unser Regiogeld langfristig wirtschaftlich tragfähig zu machen. Also muss ich irgendwo und irgendwann anfangen, Geld zu kassieren. Man kann über diese Herangehensweise, wie wir das jetzt gebaut haben, durchaus diskutieren, sehe ich auch so. Aber wir haben uns dafür entschlossen, okay, wenn jetzt also jemand mehr Daten angeben will, bieten wir ihm auf dieser Software ein Abonnement an. Und wir haben jetzt uns Preise ausgedacht und Eigenschaften ausgedacht, was das bedeutet. In dem Fall heißt es eben, wir bieten einmal ein Unterstützerabonnement. Das bedeutet, er kann einen Standort eintragen und seine Kontaktdaten angeben. Und außerdem sagen wir ihm vielen Dank für Ihre Unterstützung, 36 Euro im Jahr. Oder ein größeres Paket sozusagen, du kannst 3 Standorte angeben, kannst Kontaktdaten, Suchbegriffe, Öffnungszeiten und ein Logo hochladen, erscheinen es etwas früher auf der Karte als andere Unternehmen, kostet 96 Euro. Diese Preise, die wir uns jetzt gesetzt haben, sind nicht in der Software verankert zwingend, sondern das haben wir uns jetzt als Elbtaler ausgedacht. Wir haben auch ein Unternehmen, was so ein Paket schon gebucht hat, der möchte gern sein persönliches Icon auf der Karte haben. Also er möchte quasi gern sein Unternehmenslogo in so ein Icon gegossen haben und war dafür durchaus auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Das heißt, der Unternehmer, den ich jetzt eingetragen habe, der kann jetzt also hier grundsätzlich sein Abonnement buchen, muss dazu noch mal ein paar Daten angeben. Möchten Sie diese Buchung wirklich ausführen? Ja, das möchte ich tun. So, mein Abonnement ist jetzt aktiv. Und dann kann ich jetzt auch aus meinem Profil heraus eben diese Kontaktdaten angeben. Moment, da sind sie freigeschaltet. Telefon, E-Mail. Damit sind die Kontaktdaten jetzt da, wo sie sich befinden. Stadtscheune Köthen sozusagen ist jetzt eingetragen, inklusive Kontaktdaten. Jetzt ist natürlich die Frage, und das, weshalb wir hier sind, wie gesagt, ja, wo bleibt denn jetzt das mit dem Regiogeld? Wie ich ja schon sagte, für mich ist dieses, das in den Hintergrund zu stellen, hat das den Charme, dass ich die Leute erstmal mit einem normalen Branchenbuch konfrontieren kann. Wenn ich jetzt als eingeloggter Unternehmer aber auf meinen Account gehe, dann finde ich hier unten einen Punkt Konto. Sie besitzen derzeit noch kein Elbtaler Konto und kann hier auf den Button gehen, was ist der Elbtaler? Der heißt in Köthen natürlich anders, wir wissen das alle. Kriege ich nochmal eine Erklärung, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, und kann dann machen, Unternehmerkonto beantragen. Auch hier werden die Daten nochmal abgefragt bzw. überprüft. Die akzeptiere ich an der Stelle. Ihr Elbtaler Unternehmerkonto wurde erfolgreich beantragt. In Kürze senden wir Ihnen alle Unterlagen zu und freuen uns, Sie beim Elbtaler begrüßen zu können. Jetzt gehe ich zu meinem Account und da steht jetzt nicht mehr, Sie haben kein Konto, sondern da steht jetzt Kontoeröffnung in Bearbeitung. Bei mir als Administrator des Systems klingelt jetzt wieder eine E-Mail in meinem Postkasten und die sagt, da hat jetzt ein Unternehmer sein Konto beantragt.
Bitte überlege doch, ob du diesem Unternehmer das Konto freischaltest. Wir haben Verträge ausgearbeitet, die wir den Unternehmern dann zuschicken. Der Unternehmer unterschreibt diesen Vertrag oder er lässt es eben an der Stelle. Und was ich dann machen kann, deswegen logge ich mich jetzt hier mit meinem Administrator-Account ein, komme damit sozusagen in den Hintergrund. Und da haben wir eine Art Übersicht über das regionale Wirtschaftssystem. Das wird sich im Laufe der Zeit sicherlich noch entwickeln. Aber was im Hintergrund zu finden ist, ist also die Accounts, also wer ist eigentlich angemeldet im System, welche Standorte haben die Leute eingetragen. Wir haben einen Überblick über das System als solches, wie tickt das gerade. Das ist der Banking-Bereich, also alles, was mit dem Zahlungsmittel als solchem zu tun hat. Marktplatz ist noch in Entwicklung. Und was für mich jetzt hier unten die relevante Frage ist, ist offene Kontoanfragen, Status 6. Und da gucken wir mal, da finden wir jetzt nämlich normalerweise die Stadtscheune, da ist sie. Also sobald jemand sozusagen ein Konto auf dem System beantragt, erscheint er mit in dieser Liste. Und jetzt davon ausgehend, dass die Unterlagen alle da sind, kann ich jetzt also dieses Konto anlegen. Und ich zeige euch jetzt sozusagen, wie läuft dieser Kontoanlegeprozess. Das ist jetzt auch nicht einfach mit einem Klick gemacht, sondern jetzt muss dieses Konto in gewisser Hinsicht definiert werden. Ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal ein Bankkonto eröffnet? Ist das länger her als ein Jahr oder innerhalb des letzten Jahres? Ja, da muss man auch eine Menge Verträge ausfüllen und da fragen die unter Umständen auch nach gewissen Limits. Also wir haben jetzt zum Beispiel beim Vereinskonto wurden wir nochmal gefragt nach einem Tageslimit, was man per Online-Überweisung überweisen kann zum Beispiel. Ne? Wir haben Limits eingebaut, die die Kontohöhe, den Kontostand betreffen. Wir haben gesagt, jeder Unternehmer soll definieren können, wie viel Elbtaler er maximal auf seinem Konto haben will. Mit dem Hintergedanken, es ist ja immer wieder die Frage, wo kann ich meine Elbtaler ausgeben? Und wir wissen ja aus den Experimenten, die gelaufen sind in den letzten 10 Jahren, dass es für einzelne Unternehmer ein Problem sein kann, wenn sie zu viel Regiogeld einnehmen. Also sieht der Schutz eben so aus, dass ich bei einem Unternehmen sagen kann, liebes Unternehmen, du kriegst eben erstmal ein oberes Limit von 1000 Elbtalern. Wenn dir jemand eine Überweisung machen will, die dieses Limit überschreitet, weist das System diese Überweisung zurück. Geht nicht. Muss er sich einen anderen Weg einfallen lassen, um die Rechnung zu bezahlen. Einfach um den Unternehmer zu schützen an der Stelle. Das, was das System ebenfalls zulässt, ist, dass wir ein unteres Limit setzen. Also im Grunde eine Art Dispo einbauen. Machen wir zurzeit nicht. Das System bietet es sozusagen. Also wir können wie man an der Stelle sieht, den Konten also etwas geben, wo die Leute ins Minus gehen können. Machen wir an der Stelle nicht. Deswegen setze ich das jetzt hier auf 0 und ich kann hier eine Akzeptanzquote eingeben. Die wird dann auch im Pop-up angezeigt. Sende das ab. Wir haben zwei Limits gesetzt. Das eine ist das harte Limit. Das kann man systemisch nicht überschreiten. Und darunter setzen wir ein weiches Limit. Der Unternehmer bekommt Meldungen sozusagen, sobald dieses weiche Limit überschritten ist. So nach dem Motto, dein Kontostand ist jetzt langsam hoch genug, bitte kümmere dich mal ums Ausgeben. Genauso nach unten sozusagen. Du kommst an deine Grenze unten langsam ran. Bitte überlege mal, was du tun könntest oder wende dich gerne an uns, wenn wir dir behilflich sein können. Genau, die Akzeptanzquote. Das ist ja ein übliches Instrument, um zu sagen, ich akzeptiere von einer Rechnung 20% in Regionalgeld. Beispielsweise. Genau. Kontoeröffnung wurde als Auftrag an den Server gesendet. Das Konto ist nicht sofort aktiv, sondern das wird in eine Verarbeitungsliste gesendet. Das hat einfach damit zu tun, die Kontonummern, die wir generieren, sind Zufallsnummern. Dazu muss einiges Rauschen auf dem System passieren. Und dieses Rauschen braucht ein paar Benutzereingaben. Deswegen haben wir da eine zeitliche oder einen zeitlichen Rahmen da drin. Ich gehe jetzt mal zu der Karte, weil ich mal davon ausgehe, dass das Konto jetzt angelegt sein dürfte. So, und da sieht man nämlich schon, das ist Dresden. Also die Stadtscheune, die ich vorhin eingetragen habe, die hat jetzt diesen blauen Stern dort an der Stelle. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann sehe ich im Pop-up eben nicht nur, dass der Elbtaler akzeptiert, sondern ich kann direkt aus dem Pop-up heraus eine Überweisung tätigen. Das kann ich deswegen, weil ich gerade eingeloggt bin. Ich bin nicht als Stadtscheunenbesitzer gerade eingeloggt, sondern mit meinem eigenen persönlichen Account eingeloggt. Aber ich kann jetzt grundsätzlich von hier aus direkt sagen, ich möchte gern Elbtaler zu diesem Unternehmen überweisen. Wenn ich da draufklicke, komme ich bei einem Überweisungsformular raus, wo die Stadtscheune schon als Empfänger drinsteckt. Wie man das üblicherweise kennt. Und jetzt zeigt das System hier schon, für diese Transaktion werden von Ihrem Konto Gebühren in Höhe von 10 TT zusätzlich abgebucht, soll diese Überweisung ausgeführt werden.
So, Überweisung wurde erfolgreich ausgeführt. Und jetzt ist das im Grunde ein ähnliches System, wie man das beim Online-Banking kennt. Also ich habe jetzt hier eine Übersicht in meinem persönlichen Konto, was wie gelaufen ist. Man sieht hier, ich habe hier also ein Startguthaben bekommen vor 3 Tagen. Habe von diesem Startguthaben ging eine Sicherheitsrücklage auf das Rücklagenkonto. Habe jetzt gerade also 10 Testtaler an die Stadtscheune überwiesen und darauf wurde eine Transaktionsgebühr erhoben, die auf ein Gebührenkonto geht. Diese Transaktionsgebühr müssen wir nicht nutzen. Sie ist im System eingebaut. Das heißt, wir können eine Transaktionsgebühr nutzen. Beim Elbtaler machen wir das nicht. Aber wir haben es jetzt hier drin gelassen, um das mal zu zeigen an der Stelle. Aber ihr habt aber auch gesehen, sozusagen, ich habe eine Überweisung gemacht und die Gebühr wurde selbstständig gleich mit überwiesen. Aktueller Kontostand sehe ich hier und ich kann natürlich auch grundsätzlich mal in meine Kontoübersicht gehen. Dann sieht das so aus. Das ist jetzt die Übersicht zu dem Konto, was mein Account jetzt auf dieser Plattform hat. Da sehe ich mein Kontoguthaben. Ich sehe auch meine Guthabengrenze, das ist das, was ich vorhin eingestellt habe, als ich das Konto eröffnet habe. Ich habe 300 Testtaler Startguthaben erhalten. Und jetzt sind hier noch keine Daten bei Umlaufsicherungsgebühr und Transaktionsgebühr des letzten Monats, was einfach daran liegt, es gibt noch keinen letzten Monat auf dieser Plattform. Genauso ist es bei den Kontoauszügen ziemlich leer. Einmal im Monat generiert das System Kontoauszüge zu jedem Konto, die werden als PDF hinterlegt und können dann ganz normal runtergeladen werden, so wie man das bei einer Online-Bank kennt. Ist die Transaktionsgebühr ist die relativ oder nominal? Das können wir einstellen, wie wir das wollen. Wir können Transaktionsgebühr pro Transaktion machen, also 10 Cent pro Transaktion oder prozentual 3% pro. Hat da der Unternehmer da Einfluss auf die Bedingungen? Oder? Den Einfluss hat er insofern, als dass wir ein Verein sind. Also beim Elbtaler ist das jetzt. Und wir natürlich als Verein darüber diskutieren müssen, wie tragen wir gemeinsam die Kosten, die das im System entstehen sozusagen. Ansonsten auf der Plattform oder sowas hat der Unternehmer keine Einflussmöglichkeiten. Die Administration definiert sozusagen diese Gebühren und das System setzt sie dann entsprechend um. Was ist denn, wenn da jetzt 1010 so Testtaler, also das Limit um 10 Euro überschreiten würde, wenn das Limit bei 1000 ist? Würde in dem Fall nicht gehen. Nee, würde in dem Fall nicht gehen. Genau. Dann bekommt er eine Meldung, wird zurückgewiesen, weil das Limit über das Limit. Genau. Das erklären wir den Unternehmern auch so. Also es geht ja nicht darum, jemandem seine wohlverdiente Rechnung nicht zu geben sozusagen, sondern tatsächlich die Frage, wie schützen wir uns gegenseitig innerhalb des Systems, bis es so leichtgängig und flüssig ist, dass wir diese Limits passend anheben können. Und natürlich kommt das auf das Unternehmen drauf an, was es wie verarbeiten und verkraften kann. Gut, ihr seht hier einen Punkt Statistik. Ich will es jetzt nicht ins Detail gehen, ich will nur eins an der Stelle noch zeigen, nämlich diese Geschichte mit dem Startguthaben. Es ist in allen Systemen immer wieder die Frage, wie kommt denn das Geld eigentlich in die Welt? Wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir installieren so ein System für eine Region eurer Wahl und eröffnen Konten, dann ist ja der Kontostand bei diesem System immer null. Jedes Konto, was wir eröffnen, hat erstmal einen Kontostand von null. Und dann ist die Frage, wie kommt Geld ins System? Im Chiemgau ist ja so, die Leute kommen mit Euro hin, hinterlegen diese Euros und dafür kommen Chiemgauer ins System. Euro-gedecktes System, so funktioniert es auf dieser Ebene. Mikrokredite, mal von den Mikrokrediten abgesehen, aber vom Prinzip ist das der Vorgang. Und bei den leistungsgedeckten Systemen funktioniert diese Sache ja anders. Und da haben wir das in der Zwischenzeit auf einer Weiterentwicklung von Thomas Hempel, geht das insbesondere zurück, weiterentwickelt, die wir dann hier auch umgesetzt haben. Die sieht folgendermaßen aus. Ich gehe jetzt also mal auf die Liste der Konten, die jetzt hier in diesem Testsystem existiert. Habe hier die Liste meiner Gewerbekonten und möchte der Stadtscheune, da oben ist sie, jetzt mal ein Startguthaben überweisen. Und da habe ich in den Kontendetails die Möglichkeit, Startguthaben überweisen, da an der Stelle, und Startguthaben auch wieder zurückzahlen. Hier seht ihr auch schon links zur Gutscheinauszahlung. Das System kann grundsätzlich bereits Gutscheine verwalten. Das würde dann so aussehen, dass die Unternehmen sich von ihrem Online-Konto quasi Gutscheine auszahlen lassen. Beim Elbtaler gibt es noch keine Gutscheine, deswegen ist das für uns keine relevante Frage, aber beim Lausitzer ist das schon der Fall, da gibt es Gutscheine und deswegen war die Frage, wie stellen wir diese Bindung her. Startguthaben überweisen funktioniert in unserem Fall jetzt so, dass da erstmal der Unternehmer 2 Sachen machen muss, die abseits des Systems passieren. Nämlich erstens, er muss einen Vertrag unterzeichnen, in dem drin steht, er verpflichtet sich, das, was er von uns als Startguthaben bekommt, in spätestens 3 Jahren wieder zurückzuzahlen. Und zweitens, er muss, und das ist das, was Thomas Hempel sich ausgedacht hat, was ich ziemlich clever finde,
Er muss Gutscheine hinterlegen auf seine Leistung lautend, die er wiederbekommt, wenn er sein Startguthaben irgendwann zurückgezahlt hat. Das heißt, bei uns trudeln gerade Verträge ein, Kontoverträge, daneben Startguthabenverträge, und die Leute legen uns Gutscheine bei auf ihre Leistung des Unternehmens. Zum Beispiel habe ich letztens für 100 Euro Keramikgutschein bekommen. Die kommen bei uns alle in den Tresor, wir haben ein Schließfach bei der Volksbank, und dienen dazu, erstens eine Art Sicherung darzustellen. Wenn der Unternehmer also tatsächlich seine Elbtaler nicht zurückzahlen will oder kann, dann stehen wir irgendwann mit dem von ihm unterschriebenen Gutschein bei ihm vor der Matte und sagen, da steht drauf, du lieferst uns für diesen Gutschein Keramik im Wert von 100 Euro. Hier sind wir, bitte, tu das. Erstens. Und zweitens haben wir die Erfahrung gemacht, dass das, dieses Explizitmachen dieser Leistungsverpflichtung durch diesen Gutschein sehr verständlich ist. Ich gehe nicht nur einen Vertrag ein über die Gutscheinmenge als Unternehmer, sondern ich verpflichte mich selbst durch einen Gutschein, den ich beilege, weil ich weiß ja, als Unternehmer weiß ich, wenn ich heute einen Gutschein verkaufe, muss ich morgen irgendwann die Leistung erbringen. Und diese Explizitmachung funktioniert sehr gut, um diese Geldschöpfung deutlich zu machen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, ich hätte hier von der Stadtscheune also 10 Gutscheine a 10 Euro für Frühstück bekommen. Also hat sozusagen einen Betrag von 100 als Startguthaben beantragt. Dann kann ich ihm jetzt auf diesem Wege von einem zweiten Konto, nämlich einem Geldschöpfungskonto, 100 auf sein Unternehmerkonto überweisen. Und hier gibt es noch die Möglichkeit, die Sicherheitsrücklage in Prozent anzugeben. Und wenn ich diese Transaktion jetzt ausführe, die Sicherheitsrücklage ist halt im Grunde der gemeinschaftliche Topf, wenn es Ausfälle gibt. Also wenn einzelne Unternehmen ihre durch Tod oder Insolvenz tatsächlich nicht zurückzahlen können, die erhaltenen, dann greifen wir auf diesen Topf zu, um das auszugleichen. Wenn die Verträge dennoch ausfallen, trotz des Vertrags und der hinterlegten Gutscheine, ist nicht ausgeschlossen, dass es trotzdem ausfällt. Dafür ist die Sicherheitsrücklage gedacht, ganz genau. Wie sieht es bei Privatpersonen aus? Die können auch teilnehmen an dem System. Und meine, die können ja nicht unbedingt eine Sicherheit oder einen Gutschein hinterlegen. Was machen die? Müssen die Gutscheine von irgendwo anders her organisieren? Nein. Also beim Elbtaler, ich unterscheide noch mal ganz kurz, wie sieht es auf dem System aus und wie sieht es beim Elbtaler aus? Beim Elbtaler ist es so, wir konzentrieren uns zurzeit auf die Unternehmer. Wir versuchen derzeit noch nicht, Endverbraucher in das System reinzuziehen. Das machen wir dann, wenn wir das Gefühl haben, unsere Unternehmer kommen klar, unser Netz ist groß genug, dass wir es dann für die Endverbraucher öffnen. Jetzt haben wir nur Produzenten, keine Konsumenten, oder? Also, Zurzeit machen wir das erstmal als reines Unternehmernetzwerk. Macht aus unserer Sicht auch deswegen Sinn, weil die Unternehmer sind die Knotenpunkte im System. Wenn jemand einkaufen will, will er zu den Unternehmern gehen. Also ein Regiogeld zu starten, ohne Unternehmer zu haben, ist ziemlich unsinnig. Natürlich ist es so, dass die Unternehmer scharf drauf sind, dass die Endverbraucher ins Spiel kommen. Da das als Elbtaler sozusagen heben wir uns das für ein bisschen später auf. Es ist grundsätzlich schon jetzt möglich, Privatkonten in dem System einzurichten. Aber die können kein Startguthaben bekommen. Dort wäre es denkbar, dass da haben wir auch in den Gesprächen mit der Bundesbank sozusagen, zumindest mit unserem Ansprechpartner, der uns da angefragt hatte, kam natürlich die Aussage, ihr könnt ja eigentlich Endverbrauchern keine Startguthaben zahlen, nämlich genau aus dem Problem, was Sie gerade angesprochen haben. Der hat ja eigentlich keine Gutscheine, die er zu hinterlegen hat. Natürlich könnte man auf Zeitbasis... Er könnte theoretisch bei einer Tankstelle oder beim Laden oder bei einem Kaufhaus Gutscheine besorgen und die hinterlegen. Das wären dann aber nicht seine. Das Problem ist ja, ich muss ja bei ihm die Leistung zum Schluss wieder einlösen können. Nee, das sehe ich nicht so. Ja, wenn ich als Privatperson Tankstellengutscheine, um das Beispiel aufzugreifen, hinterlege, dann lauten diese Gutscheine ja auf als Ansprüche an die Tankstelle. Ich könnte ihm im Tausch sozusagen für diese Gutscheine Elbtaler geben. Genau. Wäre ja in dem Sinne kein echtes Startguthaben, wäre im Grunde ein Verkauf, könnte man fast sagen. Das wäre schon Startguthaben. Schon denkbar. Also von meinem Fantasie. Also man arbeitet bei der Tankstelle, holt sich dort Gutscheine, hinterlegt die und bietet halt das... Wenn man da arbeitet? Nein, ja, bietet seine Arbeitszeit an. Ja gut, wenn man seine Arbeitszeit anbieten könnte in dem Zusammenhang, genau. Also da müssen wir nochmal mit dem Verantwortlichen bei der Bundesbank nachverhandeln sozusagen, wie der mit dieser Geschichte umgeht. Denkbar wäre das. Ja, Zeitgutscheine oder sowas, das ginge schon an der Stelle. Ja. Die Schnittstelle zum Endverbraucher, die ist zum Beispiel beim Lausitzer so geregelt. Die Unternehmer kriegen ein Konto auf dem Atlas, kriegen ein Startguthaben auf dem Atlas, können sich dieses Startguthaben in Form von Gutscheinen auszahlen lassen
und können diese Gutscheine, die sie sich von ihrem Konto haben auszahlen lassen, dann an die Endverbraucher verkaufen, gegen Euro. Auf diesem Weg sozusagen kann der Endverbraucher über den Einkauf des Lausitzer Gutscheins beim Unternehmen an Lausitzer kommen und kann dann damit einkaufen gehen. Verständlich? Nicht so ganz. Also er überzahlt praktisch und bekommt für die Überbezahlung bekommt er dann Lausitzer. Im Grunde kauft der Endverbraucher dem Unternehmer die Lausitzer ab. Genau. Dieses Abosystem. Wir können dieses Abosystem auch definieren. Also das, wo ich vorhin sozusagen gebucht habe, dass ich meine Kontaktdaten angeben kann. Da sind unterschiedliche Abos definierbar. Wir können das unterschiedlich takten, ob jetzt die Kontaktdaten mit einem Abo hinterlegt sein sollen oder die Suchbegriffe oder wie man das kombiniert. Das ist relativ einfach einstellbar. Das Kontensystem kennt halt verschiedene Konten, ne? Die Nutzerkonten. Ist also das Gewerbekonto bzw. das Schöpfungskonto, ist das, was der Unternehmer als Kontenpaar bekommt, wobei ja das, was er richtig bearbeitet, eigentlich immer nur sein Gewerbekonto ist. Und dann gibt es natürlich diverse Systemkonten, die wir brauchen, um das System im Hintergrund funktionsfähig zu halten. Das Kontensystem macht monatliche Kontoauszüge, hat eine relativ frei konfigurierbare Gebührenstruktur, Transaktionsgebühr, Umlaufsicherungsgebühr und generiert dann auch monatliche Statistiken. Wir können also auch teilweise dann die Monate vergleichen, ja, wie viel lief denn in welchem Monat eigentlich über das System. Ja, das habe ich vorhin alles schon gezeigt, Überweisungsformular. So sehen die Kontoauszüge aus, wenn sie dann da sind zum Runterladen. Sonstiges, was in dem System schon funktioniert. Es ist grundsätzlich so, dass das System für die Mehrsprachigkeit vorbereitet ist. Alles, was an Texten von Systemseite her vorgebracht wird, ist mit einem Schlüssel hinterlegt, den wir sozusagen mit unterschiedlichen Übersetzungen versehen können. Wir nutzen das so derzeit, dass wir eine deutsche Sprache drin haben und dann haben wir aber auch noch Lausitzer. Einfach deswegen, weil einzelne Texte, wo zum Beispiel die Währungseinheit drin vorkommt, da wo wir eben beim Elbtaler hinschreiben, muss der Lausitzer eben Lausitzer hinschreiben. Das ist unsere Übersetzung, wie wir das Ganze zurzeit anwenden. Aber es ist grundsätzlich natürlich in jede andere Sprache übertragbar. Jedenfalls dann, wenn es eine Sprache ist, die von links nach rechts geht, wie mein Programmierer meinte, das ist nicht ganz trivial. Also so rum wird es schwierig. Genau, wir können zu einzelnen Unternehmen uns Notizen machen. Das hatte einfach folgenden Hintergrund. Wir haben auf unserer Karte zum Beispiel einen Energiehändler, der handelt mit erneuerbaren Energien. Und der sagt, ich würde gerne mitmachen, ich würde sogar ein eigenes Angebot auflegen, wo die Leute teilweise ihre Energie mit Regelgeld bezahlen können. Aber da brauche ich wenigstens eine Druckerei, damit ich das dann hier lokal ausgeben kann. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt von 100 Unternehmen die Information bekomme, ich brauche dieses, ich brauche jenes, wo schreibe ich mir das hin? Deswegen können wir das sozusagen direkt im System notieren, Unternehmen XY, dazu notiere ich mir, brauche eine Druckerei, das andere braucht dies und jenes, dann weiß ich sozusagen, wie ich den Ketten nachgehen kann, um die Leute zusammenzubringen. Sonstiges, nur ganz kurz, das war eine Auftragsarbeit. Wir haben einen Energieatlas in das Ganze integriert. Das sieht dann so aus. Das wollte der Auftraggebende im Bereich einer Energiegenossenschaft einsetzen. Der will zeigen, ja, wo haben wir denn Energieprojekte gemacht? Dann welchen Status haben die? Man sieht hier, da ist ein Schraubenschlüssel dran, das ist gerade im Bau. Da ist ein Zirkel dran, das ist gerade in Planung. Und da ist nichts mehr dran, das ist sozusagen fertig. Und dann kann man bei der Biogasanlage beispielsweise eben sehen, ja, wie sehen denn hier die geplanten Punkte aus? Und wer Lust hat, kann also Anteile zeichnen, um sozusagen auch eine Einladung nach draußen zu haben. Wir machen hier Energieprojekte und du kannst dich beteiligen. Mach doch mal. Und dann kommt man natürlich so gedanklich, das haben wir nicht umgesetzt, das ist jetzt nur eine Designstudie zu der Idee, okay, wir haben auf der einen Seite einen Energieatlas in dem System, auf der anderen Seite haben wir ein Kontensystem. Könnte man das nicht in irgendeiner Form miteinander verknüpfen? Da war so unsere Idee, na, warum machen wir nicht mal etwas mit Stromguthaben? Man stelle sich vor, Energiegenossenschaft, ich investiere 2000 Euro. Ja, was sind denn das in Kilowattstunden gemessen? Was macht denn eine Genossenschaft mit 2000 Euro? Wie viel Energie kriegen die dann da hinten raus? Ich kriege also unter Umständen keine Rendite in Euro, weil ich was reingesteckt habe, sondern ich kriege eine Rendite in Kilowattstunden. Die kriege ich auf mein Konto gebucht. Dann wird es hier abgerechnet, was ich denn eigentlich so verbrauche. Und zum Schluss habe ich noch sozusagen ja gut, einen Kontostand und sehe sozusagen, was meine Anteile an der Genossenschaft an Strom mir gebracht haben. So als Idee haben wir nicht umgesetzt, aber in welche Richtung man grundsätzlich denken kann, wenn man schon mal ein Kontosystem und einen Energieatlas hat. Bitte? Es ist ja jetzt die Frage, es wird ja nun nicht unbedingt preisgünstiger, ob das nur Strom ist oder Nahrungsmittel oder sonstiges. Wie wir sehen, hat sich das ja die letzte Jahr schon mächtig geändert. Woran wird das denn festgemacht? Ja,
Ja, das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel. Das haben wir jetzt einfach nur mal als optischen Entwurf sozusagen entwickelt, um es dem Auftraggeber mal vorzulegen und zu sagen, guck mal, in die Richtung könnten wir das System weiterentwickeln. Wie der da zum Schluss damit umgeht, das heißt, wie der so ein Werkzeug in seine Genossenschaft tatsächlich implementiert und wie er jetzt tatsächlich eine Investition von 6.000 Euro, wie wir das jetzt hier haben, dann mit Kilowattstunden unterlegt, hängt natürlich sehr stark davon ab, ja, was macht er denn für ein Energieprojekt? Also nimmt er die 6.000 Euro für eine Windkraftanlage oder für eine Solarthermieanlage? Dann wird es schon schwierig, das in Kilowattstunden Strom zu bemessen. Also um solche Fragen muss ich mich jetzt an der Stelle nicht kümmern. Ich biete ihm das Werkzeug und wie er das dann unterfüttert, ist dann die andere Frage. Also insofern kann ich die nie wirklich beantworten. Genau, Zukunftspläne. Sache, an denen wir schon arbeiten, ist halt hauptsächlich der Marktplatz. Die Frage, Angebote und Gesuche darzustellen. In dem Sinne, ich habe jetzt ganz akut Bedarf an jemanden, der bei mir hinterm Tresen steht. Ich bin Gastronom und habe quasi eine Stelle auszuschreiben. Sowas brauchen wir offensichtlich dringend, daran werkeln wir. Wobei wir da eben beispielsweise Agentensystem auch einige Ideen haben, wie man das auf besonders clevere Art gestalten kann. Dann hier das Thema TAN, PIN-TAN-Verfahren. Ist im Grunde in der Denke, Handyanbindung, haben wir auch mit einzelnen Leuten schon gesprochen. Sachen, die wir uns wünschen, die nicht unwichtig sind, Vier-Augen-Prinzip für Admins. Zurzeit ist es halt so, ein Admin kann auf dem System halt gut walten, aber wenn es größer wird, wäre es natürlich schön, wenn ein zweiter Admin auch noch reinschauen kann und erst dann eine bestimmte Aktion umgesetzt wird. Kassenstellen, wie ich vorhin schon sagte, Auszahlen von Gutscheinen kann das System im weitesten schon, aber noch nicht so, dass man sagt, ich ordne eine Kassenstelle einem bestimmten Unternehmen zu, das soll dann die Zukunft da werden. Das heißt, dass ich also ein Unternehmen zu einer Kassenstelle machen kann und dann nicht einfach sagen, man zahlt Gutscheine aus, sondern dass man sagen kann, diese Kassenstelle hat Gutscheine ausgezahlt, um also auch noch zu wissen, welche Kassenstelle habe ich eigentlich mit wie vielen Scheinen bestückt und wie viel sind dort raus und wie viel kommen dort rein, um also auch die Gutscheine, die man umlaufen lässt, auch sozusagen zu koordinieren. Weil es nützt ja nichts, wenn man weiß, wir haben 10.000 Elbtaler an Gutscheinen draußen und trotzdem ist die am häufigst frequentierte Kassenstelle sozusagen leer gekauft. Dann ist natürlich klar, dass da Nachschub hin muss und das ist die Frage, wie kommt man an diese Informationen? Deswegen Kassenstellen so zu machen, dass wir die dezentralisieren können. Und weitere Ideen, um die wir uns kümmern wollen. So, jetzt habe ich noch. Bitte? Du meinst Schnittstellen anderswohin? Wenn sich da Bedarf entwickelt, fange ich an, darüber nachzudenken. Was ist das geschrieben jetzt? Mit was habt ihr verwendet? Die Software basiert auf dem Cent-Framework, was auf PHP schwerpunktmäßig basiert. Gut, also wie der Elbtaler, jetzt nochmal ganz kurz zum Elbtaler als solchem. Um zum Ende zu kommen, wie ich es vorhin schon sagte, ne, die Schöpfung selbst passiert eben darüber, dass mit einem Vertrag auch Leistungsgutscheine der Unternehmen hinterlegt werden. Und dafür bekommt der Unternehmer dann sozusagen das Startguthaben in erster Linie gebucht, später dann ausgezahlt. Und wie er es wieder ausgeben kann, das ist halt das übliche Prozedere, wie das in Regelgeldinitiativen auch empfohlen wird, gewerblich, eben für seine Zulieferer, kann natürlich auch Privatentnahmen machen, als Bonuszahlung an die Mitarbeiter. Oder dann eben, das ist diese Idee, die der Thomas Hempel ebenfalls beim Lausitzer forciert, eine Art regelmäßige Bindung von Endkunden zu Unternehmern zu erreichen im Sinne von Abos. Das heißt, ein Endverbraucher verpflichtet sich monatlich einen bestimmten Betrag von Euro in Lausitzer umzutauschen und bekommt dafür vom Unternehmer, und das wollen wir eben dezentralisieren und auf die Unternehmer ablegen und nicht so, wie es beim Chiemgau ist, wo ja quasi das durch die Zentrale vorgegeben ist, wie viel Prozente abzuführen sind, sondern da wollen wir den Unternehmern ans Herz legen, ihr wollt, dass die Leute bei euch Abos abschließen, um eure Elbtaler gegen Euro zu verkaufen, dann überlegt ihr mal, was könnt ihr denen sozusagen als Zugabe bieten. Ihr wollt direkt Rabatte geben an die Kunden, bitte, dann macht das. Dann fließen die 3% eben direkt zum Kunden. Aber ihr könnt das genauso natürlich machen, wie die Vereinsförderung beim Chiemgauer läuft und bietet den Kunden an, wenn ihr bei mir umtauscht, Euro in Lausitzer, dann gehen dann eben 3% an das Projekt eurer Wahl. Also da versuchen wir, das ein bisschen flexibler zu halten. Und mit dieser Grafik möchte ich beschließen, ohne die groß auszuführen. Das ist einfach mal der um es deutlich zu machen, sozusagen, was wir bei dem Ganzen lernen. Nämlich die Frage, wie baut man ein Kontensystem? Das war keine triviale Geschichte. Hierbei ging es jetzt darum, sozusagen so eine Kassenhaltung
Haltung zu machen, diese Schnittstelle in die materielle Gutscheinswelt hinzubekommen. Das, worüber wir sprechen, wenn wir uns das Kontensystem, wie ich es jetzt gezeigt habe, anschauen, ist im Grunde immer diese Kombination zwischen Schöpfungskonto und diesem Unternehmenskonto. Aber wie macht man das, wie bucht man das passend im System, dass man sozusagen aus diesem digitalen System Gutscheine auszahlen kann? Und da gab es dann jetzt einige Konten sozusagen, die gedanklich entstanden sind, die da drumherum noch sind, um das halbwegs konsistent und auch buchungstechnisch passend zu halten. Aber das will ich jetzt nicht im Detail. Wenn das interessiert, ich rede darüber gerne, aber das machen wir dann lieber in kleinerer Runde. Das.